Ich wollte mich nur endgültig verabschieden im Haus. Ja, grüße Gott, aber Sie werden uns doch nicht für immer untreu werden. Wir werden immer was von Ihnen brauchen, mein Lieber. Ja, mit den Toten und mit den Faschingskropfen wird man schwerer Wasserleitung reparieren können, nicht? Aber der Herr Wewecker. Ich war ja blöd. Ich hab mich einlegen lassen. Schauen Sie, irgendwann geht jeder Mensch einmal in den Ruhestand. Seien Sie doch froh, dass Sie Ihren Lebensabend so wunderbar genießen können. Lebensabend? Ja. Genießen? Ja. In mein Landhäusl. Da ist im Winter so kalt, dass man die Bahner scheppern und der Brunnen eingefriert. Ja. Und wenn es ein bisschen mehr schneit, muss ich mich rausschaffen, ins Dorf habe ich zum Kreisler. Sonst müsst ihr ja verhungern. Aber im Frühjahr, da blären schon die Vögel um 4 in der Früh. Also wir bedauern ja auch sehr den Verkauf, aber ich muss Sie daran erinnern, Sie haben ganz schön Geld dafür bekommen, Herr Wewecker. Das war ein Judaslohn. Und ich weiß auch, woher das Geld kommt. Nicht wahr, Frau Sokol? Schauen Sie, Herr Wewecker, dass im Winter kalt ist und im Frühling die Vöglein brüllen, das hätten Sie ja vorher überlegen können, ne? Hätte, das weiß ich auch. Aber wer kann denn widerstehen, wenn ein paar Blaue winken? Aha, da gibt's andere Leute, die das auch nicht kennen. So, ja. Also wir werden was sagen. Vielleicht hilft Ihnen der Nussen von Frau Sokol, nicht Ihren Kummer zu vergessen. Ich muss mich nämlich entschuldigen, ich muss leider hinunter. Natürlich, auf Wiedersehen und alles Christian, Gute. Christian, danke schön, danke. Also kommen Sie halt in die Gruppe. Das ist eine Dame. Ja. Eine feine Dame. Ja, bitteschön. Hut auf. Ja, aber Sie, Frau Sokol, Sie sind mein Stern. Seit wann? Und, das wissen Sie doch eh. Sitzen Sie. Und jetzt her mit Schnaps. Gut. Und mit einem Messer. Das ist ein Herrns, ein Schnaps lass ich mir einreden, aber zu was wollen Sie denn ein Messer? Ja, mit einem Messer kann man allerhand machen. Na, gehen Sie. Zum Beispiel, aufschlitzen. Sand zu holen. Nein, ich meine ja einen Brief. Oder man könnte auch sehr sanft aufschneiden. Na? Zum Beispiel einen Gugelhupf. Das ist des Pudels Kern, da schneiden Sie auf. Schauen Sie, Herr Wewecker, jammern ist jetzt viel zu spät. Ne? Und jetzt links endlich das Messer aus der Hand, das kann man ja nicht mit anschauen. Tun Sie es doch hin, das schaut ja so gefährlich aus. Nein, Schnaps kriegen Sie keinen mehr. Zwei sind genug. Jetzt stellen Sie noch vor, wenn Sie in jeder Wohnung zwei Schnäpse trinken, ne, da kriegen Sie auf alle Viere in Ihren Garten zurück. Also nur keine Angst, Frau Sokol, seit ich mein Geschäft los bin, übe ich ja fleißig. Was ne? üben Sie denn fleißig? Also, bis zu 10 Stampern beherrsche ich sogar den Stechschritt. Aber, der tut's. Nehmen Sie Platz oder stechen Sie lieber. Wissen Sie, was tut um in Richtung Tür? Weil das wird wahrscheinlich der Sektionschef sein und der ist mit dem, nicht so. Von dem muss ich mich ja auch noch verabschieden, nicht? Vom Herrn Buchhalter. Sein Cognac Kenio, der vertragt sich sehr gut mit dem Nussenen. Der ist zach wie mein Gulasch. Aber ja. Einige haben es mich und abgeschrieben. Ja, grüß Gott, Fräulein. Jetzt kommen Sie nur herein. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Na ja, ich habe gesehen, dass die Frau Sektionschef zum Herrn Hollmann runtergegangen ist. Und da habe ich weiß nicht recht, ob ich mich trauen soll, unten zu stören. Da habe ich mir gedacht, ich frage Sie. Sie wissen doch immer alles. Also alles, Herrn, das ist aber stark übertrieben. Na bitte kommen Sie weiter. Ja. Da können Sie sich gleich vom Wewecker verabschieden. Ach so, wieso denn verabschieden? Ach ja, richtig, Sie ziehen ja um. Ja, ich weiche einem Zuckerbäcker. Bald wird es auf der ganzen Welt nur mehr Zuckerbäcker geben. Und noch mehr Zuckerkranke. Bin eigentlich, wer dann die Klosets reparieren will. Ja, jetzt machen Sie einen Kugelhopf und geben Sie Ruhe. Ja. Was haben Sie denn von mir wollen? Was haben Sie mich fragen wollen? Naja, Sie wissen doch, dass ich dem Herrn Botschafter versprochen habe, dass ich ihm einen Pullover stricke. Und jetzt wäre der Pullover fertig. Aber ich störe halt so ungern. Naja, wissen Sie, was ich eher glaube? Neugierig sind Sie, stimmt's? Ja, ich bin neugierig. Ja. Aber neugierig? Sie doch auch, natürlich. Oder? Na klar. Neugierig? Auf was? Ich bin überhaupt auf nichts mehr neugierig. Nein. Höchstens darauf, ob vielleicht langsam in der Gulasch fertig wird.
Herrn's, das werdet ihr hoffentlich nicht erwarten wollen. Außerdem, da ist jede Portion genau eingeteilt, weil wir müssen sparen, Herr Weber. Ja, sparen. Was nutzen wir das ganze Geld von dem Zuckerbäcker? Er sitzt in meiner Werkstatt und ich in meiner Hütte. Ohne Wasser, nur mit den Vogeln. So, Frau Sokol, was ist denn los? Einen Besuch haben wir hier. Ja. Das ist ein Stummerl, unser Besuch. Was? Ja, naja, der tut sich in den Kuchen hineinmampfen. Glaubst du nicht, Frau Sokol? Ja, und den Schnaps nehme ich aber jetzt. Warum? Wir haben noch einen. Ja, und weil, sie kriegen auch keinen mehr, weil sie sind schon renitent. Weil die Frau Fuchs kriegt den zweiten Teil vom Herrn Janik. Nein, ich meine ja vom Herrn Janik sein Google. Ja. Und ich krieg noch eine Nusse dann. Aber plötzlich, sonst müsste ich rabiat werden. Nein. Sie, Moment, Herr Weberka. In meiner Küche werden Sie nicht rabiat werden. Nicht wahr? Und außerdem längst das Messer weg. Nicht? Vielleicht müssen wir noch mein Messer vor der Nase rumfuchteln. Nicht wahr? Das ist unglaublich, sowas. Nicht wahr? Na, mir scheint, Sie haben ein bisschen zu tief ins Glaserl geschaut, was? Ich bin so unglücklich, Herr Buchhalter. Wer ist denn Ihr Buchhalter? Na, nicht meiner. Dem Janik seiner. Die ganze Welt hat mich verlassen. Seid's nicht böse, Herr Sektionschef. Er tut sich nämlich verabschieden und bei seinen Abschiedsvisiten tut er in jeder Wohnung das auf, dass er von Wohnung zu Wohnung durch, weil auf einmal tut's ihm wieder um sein Geschäft zu leid. Nur nicht kek werden, sein Zuckerbäcker-Kompagnon. Sie Komplize! Ein Kompagnon-Komplize sind Sie. Ich weiß. Ich gehe schon, Herr Chef, aber ich komme wieder. Und zwar sehr bald. Erst gehe ich noch zum Eibinger, der hat nämlich einen super Schlegelz. Und der ist nebenbei noch ein Mensch. Jawohl, der ist ein Mensch. Gut. Dem repariere ich sein Klo. Aber Ihnen das nicht, Frau Fuchs. Aber weil Sie gehören zur Janik-Partei. Und Ihnen, Häusl, respektive Klo. Ihnen repariere. Sie wissen nicht, was ich meine. Ja. Überhaupt nie. Sie Buchhalter. Oh, Jesus. Mein Gott. Na, Moment. Ja. Geradeaus geht's, ja. Herr Deller. Ja. Na, Herr Deller. Ja, sagen Sie mal, wieso komme ich dazu, mich hier in meiner eigenen Küche von dem Kerl anflegeln zu lassen? Ja, er ist halt unglücklich wegen dem Janne. Ja, kommen Sie, Herr Sektionschef, darf ich um Ihr Mantel bitten? Darf ich Sie ausziehen? Kommen Sie heraus. Ja, bitte. Weil bitte. Sie sollten nämlich längst unten beim Holmann sein. Die Frau ist schon sehr grantig, ja. Weil Sie so ein Geschäftel, ich meine, weil Sie so ein geschäftiger Mensch sind, hat's gesagt. Ja, so. Die Frau ist grantig. Na, da wär ich hätte erst Grund, grantig zu sein. Die ganze Woche höre ich immer nur, ja, diese Frau Dr. Weller, und wie wird denn die Frau Dr. Weller sein? Nicht wahr? Der Hans war ja eh bei ihr im Schwarzwald, nicht wahr? Schwarzwald, ich kann das Wort Schwarzwald schon immer mehr hören. Ja, und in der Klinik, also dieser fesche Oberarzt. Nein, darf ich ein bisschen frisieren, dann sind wir da. Na, Moment, Frau Sokol, danke Ihnen vielmals, aber ich meine, ich werde noch schön genug sein für die Dame, nicht wahr? Habe ich schon gern, wenn einer dem Hans so nachrennt. Naja. Aber bitte, also eines muss ich ja zugeben, natürlich durch diese ewige, ich bin schön langsamer, so bin ich auch neugierig, wie es ausschaut. Ja, ich auch. Ja. Und ich möchte so gern mit Ihnen hinuntergehen, wenn es Ihnen recht ist. Ich habe nämlich da einen Pullover für den Herrn Doktor. Ach, liebes Fein Fuchs, es handelt sich hier nicht darum, ob es mir recht ist oder nicht recht, sondern nur darum, ob Sie so wie ich da unten eingeladen sind. Naja, also eigentlich nicht. Aha, naja, da sehe ich dann ein bisschen schwarz, aber bitteschön, das ist Ihr Problem. So, und Frau Sokol und Sie passen mir dabei aufs Telefon auf. Jawohl. Auf Wiederschauen, meine Damen. Wiederschauen, Herr Sektionschef.